So, und damit willkommen zurück zu Let's Play Live Show. Ich hoffe, ihr habt die Pause genossen. Prost zusammen. So. Und weiter geht's im Text. Boah, ich finde, sieht immer noch trotzdem geil aus, das Spiel. Da drin arbeiten sie rund um die Uhr. Stoßen sie dazu. Sie werden ihnen helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. Er hat stoßen gesagt. Okay, dann stoße ich mal dazu. Es beginnt also, Admiral. Wir haben ihn gefunden. Selbst nach 6 Monaten Gefangenschaft in Caldwich ist er geschickt entkommen. Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle Verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Okay. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie, wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lord Regenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Okay. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Gerne. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Alter, es ist Rauchverbot in Kneipen. Raus mit dir, aber ganz schnell. So. Dass Sie hier sind. Nichts gegen die anderen. Ja, ja. Aber es gibt nichts Besseres als jemanden, der dem Kaiserreich gedient hat. Ja, ja, quatsch mich nicht voll. So, Oh, Katakalos Stimme. Ja, es sind viele, viele bekannte Stimmen sind in dem Game. Das habe ich auch schon festgestellt. Oh. Beklauen wir die einfach mal. Die Leutchen. Was haben wir denn hier? Ach, kann man nicht erkennen. Sind matschige Texturen. Ja gut, man sieht dem Spiel natürlich auch schon so ein bisschen das Alter an. Aber trotzdem finde ich es ein sehr cooles Game immer noch. Hey. Ich werde Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstück. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Vorsicht. Aber na, das Öl ist instabil. Okay. Eine große Sauerei, wenn es explodiert. Aber natürlich. Weg damit. So, eine zweite Lösung. Der sieht so ein bisschen aus wie Reinhard May, ne? Muss ich sagen. So, eieiei, ei, der Daus. Na la 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 la, ich muss raus. So, Auszug aus einer Reihe von Zeitungsartikeln von prominenten Naturphilosophen. Hier Piero Jolfin. Es liegt nicht an mir, dass der Durchschnittsbürger Skolovs Elixier meiner eigenen Formel vorzieht, die als Pieros Arznei erhältlich ist. Ein Name, den ich nicht selbst gewählt habe, wenn Sie genau wissen wollen. Die Öffentlichkeit hat ihre übliche Botschaft der Idioten... Was? Ach, nicht der Idioten, der Iodotin gesprochen, der Idioten. Mit dem Geldbeutel wählte sie Skolovs Formel statt meiner eigenen, welche meiner Meinung nach mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch wirkungsamer ist. Viel wurde über die Beliebtheit dieser Gebräue als Mittel zur Erhöhung des Widerstandes gegen diese bemerkenswerten neuen Sache geschrieben. Ich sagte bemerkenswert, weil dieser Stamm mit einer Effizienz ans Werk geht, die wir in der ganzen Geschichte des Kaiserreichs noch nicht gesehen haben. An dieser Seuche, die wir jetzt durch die Straßen von Dunwall rast, kommt eine andere heran. Ich habe studiert, was sie im Blut der Infizierten anrichtet, und sie ist nahezu perfekt oder besser erlangt.
Lohnt sich das Game? Wenn du es vorher schon gespielt hast auf der PlayStation 3, dann nur, wenn du wirklich Fan davon bist und es nochmal gerne spielen möchtest, dann ja. Ansonsten, wenn du es noch nicht gespielt hast, auf jeden Fall legst du zu. Habe ich jetzt gesagt, dann ja? Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn du auf so Thief-mäßig stehst und sowas und so ein bisschen Assassin's Creed-Mixtur und so Steampunk, definitiv, dann ja. Nasuke, ich grüße dich erstmal. Willkommen zur Let's Play Live Show. So, ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen Anreiz geben. So, und während es stimmt, dass Pieros Arznei und Skolovs Elixier bekannterweise gleichermaßen den Körper gegen die Seuche schützt, besitzt meine Mischung Zutaten, die noch nicht komplett erforscht sind, aber die sich an Geist und Seele richtet. Und dadurch gewinnt meine Formel dann doch. Hier sollte das Interesse des Zuschauers geweckt worden sein. Denn wie Sie sehen, ist Sokolovs Elixier mit seinem Schwerpunkt auf dem brachialen, anomalischen Körper einer krassen Schmiere, die sich besser für Viehzeug eignet. Die feine und geheime Varianz in den Wirkstoffen stellt sicher, dass Pieros Arznei an jeden höheren Funktion richtet, die uns von den geistlosen, blaukiefrigen Hexenfischern unterscheidet, die im Warhaven herumschwimmen. Okay. So, Piero, nein, ich werde diese Einkäufe nicht autorisieren. Ein Beutel zerstoßener Kristalle, tyrannisches Erz, warum können Sie nicht die wunderbaren Metalle von Gristols nutzen? Federn von Kingsborough? Wenn Sie Federn brauchen, sehen Sie in Ihrem Kopfkissen nach. Vielleicht haben Sie die Akademie als automatisch und ohne Prüfung bekommen. Alles automatisch und ohne Prüfung bekommen, aber das hier ist mein Unternehmen oder das, was davon übrig geblieben ist. Und wir haben nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Wir haben schon kaum noch Öl, Essen, Elixier, Baumaterial und alles andere. Also müssen Sie sich etwas einschränken. Solange die Rechnung bezahlt werde ich Ihre Einkäufe nicht abzeichnen, solange sie nicht absolut notwendig sind. Kein Kupferdraht mehr, keine seltenen Kräuter. Wenn Sie diese Dinge benötigen, gehen Sie vor der Tür und sammeln sie selbst. Halb Dunwall liegt in Trümmern, also wird niemand etwas vermissen, wenn Sie sich das alte Zeug nehmen. Admiral Havelock. Ja, Dunwall geht vor die Hunde. Heilkräuter. Okay, Heilkräuter bringen Münzen. Ich beklaue die jetzt einfach mal alle mal. Okay. So. Wisebot, erzähl lustige Witze. Oh, ein Köfferchen. Alter Schwede, wie viel hier zu lesen gibt, ist ja unfassbar. So, Totenzähler, Funktion und Verantwortung. Der ist kaputt. Der Wisebot ist kaputt. Aufgrund der immer größeren werdenden Seuchenkrise hat der Lord Regent die Position des Totenzählers geschaffen, die nun von Junior-Offizier der Offiziere mittlere Ränge bekleidet werden kann. In den meisten Fällen, in denen ein Erlass oder eine Ausgangssperre vollstreckt werden muss, unterstehen die betreffenden Offiziere den einzigen Offizier vom Dienst. Jeder Totenzähler hat jedoch in der Situation der Befehlsgewalt, die mit der Seuche und der Abfertigung der Toten zu tun haben, inklusive der Person, die unter fortgeschrittenen Symptomen leiden, im Volksmund Whiner genannt. Ab dem Monat des Regimes können sich Offiziere zu einem Eignungstest anmelden und nach Bestehen einer 12-wöchigen Einführung teilzunehmen. Die Position wird mit Gold und Elixierration von einfach einhalbfacher Qualität vergütet. Whiner werden die also genannt, die sich dann verwandeln. Die werden wir auch noch sehen. Eine Wahl. Visektion. Bemerkenswerterweise besaß jedes Wesen, das zu studieren mir auf dieser Reise vergönnt war, geringfügig physiognomische Unterschiede.
physiognomische Unterschiede. Östlich von Tyvia, auf dem zweiten Abschnitt unserer Reise, erlegte die Mannschaft ein Weibchen, etwa 42 Fuß lang. Meine Schätzung nach wog es etwa 35 Tonnen. Das Schiff lag tief im Wasser und wogte die ganze Nacht hin und her, während das Weibchen mit dem Tode rang. Schrecklich. Im Kerzenschein fürchte ich meine Visektion durch, zeichnete Skizzen und machte Notizen. Unter lautem Gebrüll schnitt ich in die Tentakel und den Mund des Weibchens. Darin fand ich viele Zahnreihen und eine Barte am Oberkiefer. Ich versuchte, das durch diese siebartige Struktur Nahrung aus dem Wasser gefiltert wird, die das Tier mit seinen Zähnen nicht zerkauen konnte. Oder kann. Alter, was für Praktiken die hier anstellen, das ist ja unfassbar. Die Akademie lehrt die absurde Theorie, dass Walöl Energie besitzt, damit Wale auch noch in größten Meerestiefen überleben können. Ansonsten könnten sie dem Druck und der Kälte nicht standhalten. Ich spekuliere, dass ein Mensch durch Anpassungsprozesse hochenergetische Körpersäfte produzieren könnte. Ich könnte einen Tank für ein Testobjekt bauen, der seinen Druck langsam über einen großen Zeitraum erhöht und dann über Jahre hinweg beobachten, ob das Testsubjekt eine energetische Substanz bildet. Die Kaiserin wird mir sicher mit entsprechenden Anlagen einem Testsubjekt und der notwendigen Straffreiheit aushelfen. Okay. So, die Verarbeitung von Walöl. Auf hoher See halten sie die Bestie mit Haken und Tauen fest, die vom Hauptschiff und von zahlreichen kleineren Schiffen geworfen werden. Bojen sorgen dafür, dass der Wal nicht untertaucht. Einmal gefangen wird ein großer Haken durch die Schwanzflosse getrieben, mit dem die Kreatur an Bord gezogen wird. Wale klagen und brüllen, wenn die Männer sie an Deck ziehen und dann in ein auf Deck aufgestelltes Gerüst hieven. Das Schiff nimmt unterdessen wieder Kurs auf Dunwall, wo die Besetzung an die Arbeit geht. Sie schneiden die fettigen Teile der großartigen Kreaturen ab, während sie noch am Leben ist. Wer freut sich schon auf Dishonored 2? Vorbestellt, freue ich mich tierisch drauf, ja. Sokolov besitzt nicht länger den Vorteil, wenn es um Walöl geht. Der gute Admiral hat die Installation meines eigenen Systems bezahlt, mit dem ich hier arbeiten kann. Der Öltankspender wird nach seiner Aktivierung einen leeren Tank für die Füllung bereitstellen. Wenn der leere Tank in der Nähe der Öltankfüllstation gebracht wird, sollte eine magnetische Vorrichtung den Tank greifen und ihn in die richtige Position festmachen. Mit dem Hebel startet man den Auffüllvorgang. Wenn das Auffüllen abgeschlossen ist, kann der Tank entfernt werden und er ist einsatzbereit. Gefüllte Tanks müssen mit äußerster Vorsicht behandelt werden, da sie höchst instabil sind. Das System ist durchdacht und gut konstruiert. Scheinbar hat die Garvel Oil Company zur Abwechslung einmal etwas richtig gemacht. Alter Schwede. Hier, Walöltank. Muss ich jetzt damit vorsichtig laufen? Flex ist in einer Bibliothek. Ja, ich glaube auch. Perfekt. Jetzt überleg mal. Das neue Videospiel Bibliothek für mich. Einfach in die Nähe der Öffnung halten. Der Magnetismus besorgt den Rest. Okay. Perfekt. Vielen Dank, Corbo. Ei, der Daus. Die Maske des Attentäters. Gartenzwerge. Sie raus. Sind ein gesuchter Mann. Also kennt jeder in der Stadt ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Hatten Sie kurz still, damit ich sie anpassen kann. Bitte sehr. Ein bisschen unscharf, ne? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So. Besser so? Ja, Reinhard May. Noch mehr für Sie herstellen.
Verbesserungen für ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Bibliothekssimulator, oh ja. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Ja, ich möchte gerne Ausrüstung kaufen und modifizieren. So, wir haben 3 von 10 Betäubungsfallen. Ich möchte gerne ein paar kaufen. Wir haben ja ein bisschen Kohle. Wollen wir ruhig 10 Stück, da wir 10 haben. Kugeln haben wir 3 von 10. Da nehmen wir mal... Ich will ja keinen töten. Nehmen wir mal ruhig, dass wir 5 haben. Und wir können hier, wenn wir wollen, können wir noch was verbessern. So, Maskenoptik 1. Ermöglicht dir, die Sicht zu vergrößern mit R3 Zoomen. Kugelkapazität, da können wir mehr. 10, anstatt 10 dann 20 mitnehmen. Lassen wir aber erstmal so. Was haben wir hier noch? Artefaktkapazität ermöglicht ein weiteres aktives Knochenartefakt. Okay, da kommen wir aber später auch noch zu. Ich lasse das erstmal so, das reicht. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Gerne. Ja, Sie haben recht. Ich werde ins Bett gehen. Gute Träume. Dankeschön. Hallo? Der schläft jetzt wahrscheinlich da in der Werkstatt im Stehen. So. Ganz woanders. Heißt jetzt dieses Kapitel. Da bin ich mal gespannt. So. Ach du Scheiße. Wo bin ich? Hey, mein Bit. So. Ach so, das Sokolovs Elixier ist also quasi diese Lebensenergie, die wir immer sammeln. Ah, sehr schön. Sollte hier nicht eine Tür sein? Es hört sich an, als ob es regnet draußen. Gehen wir mal raus. Hä? Alter, jetzt wird's abgefahren. Ich wollte doch nur schlafen. Ich glaube, ich bin auch noch am Träumen. Okay. Seltsame Schwerkraft. Hallo, Corvo. Hallo? Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Mag sein. Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. Ich bin der Outsider. Und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Dankeschön. Gott, finde mich. Okay. Ja, die Tür war fest verschlossen, auf jeden Fall. Hallo Konsumer, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. So, drücke L2, um einen blitzschnellen, lautlosen Sprung zu vollführen. Du kannst die Kraft auch einsetzen, um dich nach oben zu bewegen. Allerdings ist die Reichweite dann geringer. Wenn du Vorsprünge anvisierst, kannst du dich dorthin teleportieren und dann hochziehen. Halte L2 gedrückt, um dein Ziel genauer anzuvisieren. Wenn ein blauer Kegel erscheint, wirst du dein Ziel erreichen. Ein blauer Pfeil bedeutet, dass du noch hochklettern musst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Okay. Hui! Nein! Du kannst sie nicht retten, 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 du kannst sie nicht retten. Du kannst sie nicht retten. Punkt. So, das stand da drin. Hey! Jawohl! Bisschen Mana. Alter, das ist abgefahren. Ganz vergessen, dass es ja auch noch war. Stimmt ja.
Nein! Emily! Emilys Brief. Corvo, ich bin sehr traurig. Sie sagen, du wärst tot, so wie Mutter. Aber ich werde diesen Brief in einer Flasche stecken und in den Fluss werfen, weil ich ihnen nicht glaube. Hier zu wohnen ist sehr seltsam. Es gefällt mir nicht. Also komm, so schnell du kannst und hol mich. Das machen wir. Ihr Schweine! Weißt du, man soll jetzt so am liebsten so reinschlagen, so. So. Huch, hallo? Na. Sollst du das Elixier aufnehmen, verdammt. Ah, der Lordregent. Ja, der Idiot. Oh ja, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Die werden wir auch noch sehen. Hey Artstyler, willkommen zur Let's Play Live Show. Ja, die werden wir später auch noch sehen. Und das ohne Spaß, wenn ihr die nachher seht, in Bewegung und alles. Und nachher mit der ganzen Umgebung, werdet ihr sofort sagen, das erinnert mich so an Half-Life, das ist unnormal. Und ihr habt recht, das habe ich am Anfang nämlich dann auch gedacht. Aber wie gesagt, die werdet ihr auch nochmal sehen. Hey! Huch. In den kommenden Tagen stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Geh, Party. Suche an den einsamen Orten deiner Welt. Und an den Schrein mir zu Ehren. Nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Mhm. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Okay, dankeschön. Das Herz eines lebenden Wesens, geformt von meinen Händen. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen, wie gut sie auch versteckt sein mögen. Okay. Nun leihe dem Herzen dein Ohr. Okay. Und finde eine weitere Rune. Das werde ich tun. So. Wenn du das Herz in der linken Hand nimmst, kannst du die Knochenartefakte und Runen aufspüren, sogar durch Wände hindurch. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn ein Knochenartefakt oder eine Rune in der Nähe ist. Und es schlägt immer schneller, je näher oder je mehr du dich näherst. Das Herz flüstert dir Geheimnisse zu, wenn du L2 drückst, während du eine Person oder einen Ort anvisierst. Nach 38 Minuten, jetzt geht's wieder los. Wie sich alle schon freuen, wieder Until Dawn zu sehen, das ist unfassbar. So. L2 war das, ne? Okay, Ende aller Dinge und der Anfang. Hier geht die Party mit Consumer über Skype. Yeah. Hier geht die Party ab, die Party geht ab. So. Dann wird wieder in die Hose gepupst. Was? Alter, es ist abgefahren. Ich komme gerade vor wie im Freizeitpark, so. Geister. Das ist aber irgendwie falsch, ne? Hallo und herzlich willkommen zum Deckensimulator 2015. Müssen wir hier... Ach, ich glaube, wir müssen hier runter, ne? War das nicht so irgendwie? Ja, genau. So. So. So, Teleporter. Erstmal wechseln. Sehr schön. Prost zusammen.
So schnell war ich jetzt gar nicht. Entschuldigung. Runen sammeln und Kräfte erwerben. Wenn du ein paar Runen gesammelt hast, öffne das Tagebuch, um sie im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Ja, das steht wirklich da. Du kannst Runen sammeln und damit übernatürliche Kräfte zu erwerben. Sehr schön. So, da haben wir es doch. Die Nachtsicht erlaubt dir das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfelder durch Wände hindurch. Macht selbst verursachte Geräusche sichtbar. Das ist Stufe 1, das nehmen wir mal. Das ist ganz geil. So, drücke L2 und im Dunkeln sehen und lebe... Was? Um im Dunkeln sehen und Lebewesen durch Wände hindurch wahrnehmen zu können. Zusätzlich kannst du ihre Sichtfelder sehen und deine eigenen Geräusche werden für dich sichtbar. In der zweiten Stufe siehst du wichtige Gegenstände durch Wände hindurch, wie beispielsweise Sicherheitsvorrichtungen, Waffen, Munition, Münzen, Schlüssel oder Fallen. So, sehr schön. Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir. Mhm. So wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Sehr schön. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Okay. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde. Warum? So, ja, wir machen bei YouTube jetzt eine kleine Folgenpause und dann geht's für dich gleich weiter. Also in der nächsten Folge, bis gleich.